Moin Leute und damit herzlich willkommen zum einem weiteren Video mit mir. Diesmal kein Schrauber-Vlog, diesmal gibt es ein Fahrvideo bzw. ein Motor-Vlog mit mir. Auch ich würde behaupten, der allererste. Es gab zwar schon mal einen, auch mit der SMCR vom Lean Blackout. Wiederum war das ein bisschen blöd, weil ich kein Sena hatte, was aufnehmen konnte. Keine GoPro-Halterung, deswegen war das alles aus der Perspektive vom Lean Blackout. Und diesmal wird es eine aus meiner Perspektive geben. Die Kathi von Kathi im Team Vesti hatte mir geschrieben. Kann ich mal eben zeigen, wenn ihr wollt. Gucken. Lieber Niklas, ich habe gehört, du würdest gerne mal unsere absolute KTM Supermoto Perfection testen wollen. Herausfinden, ob sich wirklich so geisteskrank fahren lässt, wie alle sagen. Unser KTM-Händler Motopaps aus Düsseldorf stellt dir dafür gerne ein paar Tage die KTM 96 SMCR zur Verfügung. Ich freue mich auf deinen Testbericht. Liebe Grüße, Kati von KTM Deutschland. Grüße gehen raus an dich, Kati, wenn du das Video siehst. Und ich bin echt mega happy. Muss jetzt gerade aktuell gucken, terminmäßig, was leider dieses Wochenende möglich, die zu fahren. Und bei mir ist das ein bisschen blöd von der Zeit aktuell. Aber ich würde sagen, bevor es gleich anfängt zu regnen und der Orkan kommt, weil es ist ein bisschen Unwetter angesagt, werde ich mir jetzt geschwind aufs Bike setzen und eine Runde mit euch drehen und mal gucken, wie sie sich so fahren lässt. Ne? Ich würde sagen, bis gleich. So Leute, ich sitze jetzt auf dem Bike. Das Wetter hat mittlerweile ein bisschen besser mitgespielt. Die Sonne ist jetzt mittlerweile ein Stück weit rausgekommen. Ich hoffe natürlich, dass das Wetter jetzt so bleibt. Es ist zwar Regen angesagt, aber ich hoffe mal, es bleibt so. Ja, wo fange ich an? Ich würde sagen, das ist mein erster Motovlog. Deswegen ist es erstmal für mich eine Sache, wovon ich jetzt erzähle. Weil beim Schrauben ist ganz klar für mich, ne, ich kann vom Schrauben reden, alles wunderbar, tutti frutti, weiß, was ich da mache. Aber beim Motorradfahren gleichzeitig noch zu erzählen, was ich mache oder generell, wovon ich dazu erzähle, das ist für mich erstmal so ein Hindernis, weil es, wie gesagt, mein erster eigener Motovlog ist, aus eigener Perspektive. Und dann auf so einem Hammer-Motorrad. Und ich denke, damit fangen wir an. Ja, paar Eckdaten, SMCR 96, Baujahr 2019. Bisher einmal gefahren vom lieben Blackout. Und jetzt habe ich die Gelegenheit, das gute Stück hier nochmal eine ganze Woche lang zu testen. Die liebe Kati von KTM Team Deutschland, da erstmal herzlichen Dank an dich, Kati, hat es mir ermöglicht, das Moped eine ganze Woche lang zu testen. Und ja, ich würde schon sagen, hier können wir eigentlich schon mal damit anfangen. Also ich bin jetzt gerade im Kreisverkehr und die Reifen sind kein Stück weit warm gefahren wirklich. Und ich kann hier die Kurven fahren, ohne dass ich irgendwie mit der Mimik zucken muss, Angst zu haben oder sonst irgendwas. Also echt, Kurvenlage allein, boah, schon heftig. Und das Schöne hierbei ist, wenn ich jetzt irgendwie eine Gefahrenbremsung machen muss, ich habe Kurven-ABS. Sprich, ich kann voll reinlangen, ohne dass ich Angst haben muss, direkt mir auf die Schnauze zu legen. Das finde ich auch eine geile Sache. Wie das funktioniert, das frage ich mich ehrlich gesagt immer selbst, ob die irgendwie einen Neigungssensor haben und dann irgendwie dadurch irgendwas errechnet wird oder so. Solange es da ist, solange es funktioniert, top, geil. Ja, aber ich wollte euch natürlich auch so dementsprechend ein paar Sachen erklären, wie was funktioniert und meine eigene Meinung von dem Bike hier euch übermitteln. Ja, als erstes, mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn ihr nachher am Ende mir einmal schreiben könnt, wie euch so mein Motovlog gefallen hat. Aber bitte habt Nachsicht, das ist mein erster Motovlog, deswegen nicht allzu schlimm, das wäre echt gut. Aber ehrliche Meinung, bitte. Ja, also, wie gesagt, wir sitzen auf der SMCR und das ist so geil, das Gefühl. Echt. Das Geilste an diesem Motorrad, was ich persönlich finde, ist der Quickshifter Plus. KTM hat einen Quickshifter verbaut, ab Werk. Wer nicht weiß, was ein Quickshifter ist, der Quickshifter ist dafür da, dass du ohne die Betätigung der Kupplung hier die Gänge rauf und runter schalten kannst. Wiederum, da muss man jetzt gerade dazu sagen, nicht jeder Quickshifter kann gleichzeitig runterschalten. Es nennt sich bei KTM Quickshifter Plus deswegen, weil wir auch rauf sowie runterschalten können. Es ist nicht immer möglich, beides zu machen. Deswegen erwähne ich das gerade nochmal. Also hier haben wir beides gegeben. Wir können, wie hier zum Beispiel, voll durchlatschen und die Gänge einfach ohne die Kupplung reinknallen in dem Sinne.
So, oh, das war aber noch gerade gelb. Ja, genau dasselbe ist umgekehrt. Runterschalten, vom Gas gehen, runterschalten, runterschalten. Keine Kupplung benutzt, es geht ohne. Wie das Ganze funktioniert? Das funktioniert mit einem Zündunterbrecher, sprich beim Hochschalten wird die Zündung gestoppt, in dem Sinne, dass die Motorlast weggeht, wir keine Last mehr auf dem Getriebe haben, dass das Getriebe einwandfrei reinschalten kann und dann wird wieder gezündet in dem Moment. Das heißt, ein paar Millisekunden kurz keine Zündung, der Motor läuft nicht mehr mit der Nenndrehzahl, die wir gewollt haben und ja, dann haben wir keine Last auf dem Getriebe und der Gang geht wunderbar rein. Dann wird wiederum die Leistung wieder draufgegeben, wir können wieder Gas geben und das ist halt super, muss ich sagen. Und dasselbe funktioniert halt genau andersrum für den Quickshifter plus nach unten, also nach unten zum Schalten. Nur, dass da eine kleine Drehzahlanhebung nachher nochmal gemacht wird beim Runterschalten. Soweit ich das richtig verstanden habe. Ich habe mich selber nur ein bisschen durchgelesen darüber. Weiß nicht alle Hilfssysteme von der KTM aktuell, weil es ein bisschen blöd war jetzt vom Zeitmäßigen, weil das Wetter nicht so mitspielt, habe ich gesagt, boah, du musst jetzt fahren, weil morgen ist noch schlimmer angesagt. Und ja, das ist auf jeden Fall mein erster Einblick. Ich denke mal, gegebenenfalls kommt noch ein zweites Video. Wird sich aber alles zeigen, wie das Wetter alles mitspielt. Ja, oh, ich bin gestern schon einmal ein bisschen rauf und runter gefahren. Ich bin einmal zum Oberhausen Stahlwerk damit gefahren. Und die Autobahnfahrt, die war so entspannt. Nach einer Zeit hat der Po ein bisschen weh, muss ich sagen. Also für Langstrecke, ja, würde eher so eine 7 von 10 geben. Aber das Ballern als solches mit dem Quickshifter und generell die Kurven, also jede Autobahnauf- und Ausfahrt, die habe ich so schnell genommen, weil das Vertrauen zum Bike einfach gegeben ist. Die Wendigkeit, die Leichtigkeit, das ist einfach der Hammer, wirklich der Hammer. Ich bin die alte SMCR schon gefahren und die ist bei weitem schlechter als die hier. Was heißt schlechter? Ich will, um Gottes Willen, ich will gar nicht sagen, dass die SMCR die neue schlecht ist. Im Gegenteil, sie ist echt wirklich, wirklich der Hammer. Ich weiß nicht, wie sie das geschafft haben, dass das Bike sich leichter anfühlt von der Wendigkeit, als die alte, weil die neue ist um einiges schwerer, ich glaube irgendwie 17 Kilo irgendwie sowas, wenn ich mich nicht täusche, als die alte. Und das ist immerhin etwas, muss man sagen. Ja, hier muss ich auch sagen, der Motor läuft ein bisschen runder als der von der alten, weil wir hier zwei Ausgleichswellen drin haben, einmal vor der Kurbelwelle und einmal oben Zylinderkopf. Sprich, der Motor ist ein bisschen laufruhiger. Warum man das macht, ist einfach deswegen, weil wir Fliehkräfte haben. Der Kolben wandert nach oben und in dem Moment muss aber irgendwas anderes ausgleichen, die Kraft, weil sonst ist das wie so ein Schlag permanent nach oben und das würde irgendwann einen unruhigen Motorlauf in Folge geben. Sprich, deswegen ist es auch so bei Mehrzylindermotoren wie Vierzylinder oder so, dass sie einfach sehr laufruhig sind. Genau. Und das gleicht sich halt immer mit der Schwungmasse ein bisschen aus. Deswegen geht man hier halt auf Ausgleichswellen, dass der Motor ein bisschen sanfter und ruhiger läuft. Ja, das ist irgendwie komisch. Also echt, das ist mein erster Motovlog und ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass ich das schaffe, mit mir selber zu reden. Bei meinen Schraubervideos ist das echt wieder so eine Sache, okay, ich schraub und antworte und rede ein bisschen dabei, weil ich es einfach jeden Tag mache. Aber so ein Motovlog, das ist mein allererster und ich muss sagen, das ist echt schwer für mich, mit euch zu reden. Weil schließlich ihr sieht dieses Video nachher und ja, ich find's cool. Ich find's generell cool, dass ich die Möglichkeit habe, durch euch, durch meine Community, so Möglichkeiten hier zu haben, wie die SMCR zu fahren, für eine ganze Woche lang. Und bin echt happy, dass ich euch habe, vor allem, ich glaube, ich bin jetzt mittlerweile erst seit 2 Monaten auf YouTube dabei, so richtig. Und wir sind mittlerweile so groß geworden, das finde ich echt wahnsinnig. Ich war auch gestern bei Motocrump. Und echt, wen ich da alles getroffen habe, wie viele Leute mich da kannten, das ist echt der Wahnsinn, echt, wirklich hammergeil. Ich weiß gar nicht, was ich alles noch sagen kann, beziehungsweise wie ich mich bedanken soll. Das ist echt, ach, mir geht ein Herz auf, echt. So, aber nun, jetzt geht es weiter. Wir haben Kurven-ABS, wir haben Quickshifter Plus, wir haben Traktionskontrolle,
Bleiben wir mal eben einmal stehen, würde ich sagen. Wir haben Traktionskontrolle, wir haben zwei Fahrmodis in dem Sinne, sprich Mappings. Wir haben einmal Sport, einmal Race, wenn ich mich nicht richtig irre. Zwei müsste Race sein, eins müsste Sport sein. Auf zwei kannst du Wheelies machen, auf eins nicht. Wenn du es auf eins probierst, wirst du ganz einfach merken, du gehst hoch und in dem Moment klatscht ihr einfach nur nach vorne, weil die Drosselklappenleistung wegnehmen. Sprich, die Drosselklappe macht einen Winkel weiter zu und der Motor wird dementsprechend von der Leistung runtergeregelt. Ja, was haben wir noch? Wir haben abschaltbares ABS. Dafür müssen wir einmal hier die Dreieckstaste einmal lange gedrückt halten, bis die Lampe leuchtet. Dann ist das ABS komplett aus, vorne sowie hinten. Es gibt natürlich ein Tool, das nennt sich Super Moto Dongle. Damit können wir bewirken, dass wir einfach ein ABS, das müsste ja dann rein theoretisch vorne an sein, hinten aus. Genau, so wäre das richtig. Vorne wäre es an, hinten aus. Und das wäre halt das Super Moto Dongle, was in Folge halt dafür führt, wenn du irgendwie in Kurven nochmal bremsen willst oder so, oder generell eine Gefahrenbremsung machst, dass du gegebenenfalls nochmal bremsen kannst. Ja. Ich weiß gar nicht, was soll ich noch erzählen? Genau. Wir haben auf jeden Fall bei dem Moped ein paar Umbauten vom KTM-Händler aus Düsseldorf, ist die Maschine. Wir haben digitalen Drehzahlmesser, wir haben eine Akrapovic-Auspuffanlage, wobei ich sagen muss, optisch, ja, All Black, finde ich geil. Wiederum, der Sound. Der Sound ist mir echt so ein Dorn im Auge. Ich weiß nicht. Ich habe schon den Arrow vom Lean Blackout gehört und muss sagen, ich persönlich finde den Arrow ein bisschen besser als den Akrapovic. Kostenmäßig, welcher da teurer und günstiger ist, weiß ich gerade leider nicht. Aber ich denke mal, der Arrow wird ein Stück weit teurer sein. Ich denke mal 100, 200 Euro oder sowas. Aber es wird sich definitiv lohnen. Ich will jetzt nicht sagen, dass der Akrapovic scheiße ist, aber er hat einen Eigenklang. Er hat einen definitiven Eigenklang und der gefällt mir persönlich ehrlich gesagt nicht so. Aber sonst optisch gesehen mega geil. Ich finde das gut, dass man hier so eine komplette Front hat, dass man da dementsprechend schöne Grafiken aufbringen kann. Generell die Linienführungen, das finde ich richtig sexy. Auch mit dem Tacho, dass er da nicht mehr so viel Kladderadatsch dran hat, dass er einfach schlicht gehalten ist, wie bei der EXC, und das finde ich echt mega geil. Andere würden sagen, gut, mein Drehzahlmesser, der fehlt mir, dafür gibt es ja zum Beispiel die Möglichkeit, dass man hier den digital nachrüstet, was man wiederum bei einer Einzylinder, glaube ich, nicht braucht. Also da merkt man doch ganz schon schnell, muss man rauf, muss man runterschalten, das merkt man dann doch. Also da ist der Drehzahlmesser eigentlich wirklich nicht wirklich sinnvoll. Beziehungsweise man braucht ihn einfach nicht. Genau, wir haben ganz normale Sechsganggetriebe mit Quickshifter Plus, wie ich ja bereits gesagt hatte. Ganz normal ABS. Ja, ich weiß gar nicht, was ich noch erzählen soll. Also ich persönlich finde es sehr geil. Ihr könnt euch natürlich eure eigene Meinung drüber bilden. Ich persönlich finde es auf jeden Fall mega geil. Ich würde eine 10 von 10 definitiv geben. Preissegment liegen wir hier bei ungefähr 10.000 Euro. Ist nicht wenig, ist kein Pappenstiel. Wiederum muss man hier wieder sagen, wenn man jetzt Supermoto fahren will und richtig Leistung haben will, ein bisschen Leichtigkeit, Wendigkeit oder so, und man sagt, man will eine Wettbewerbs-Sumo haben, so wie wir. Anschaffung vom Moped, Umbauten und alles, landest du locker auch wieder bei 10.000 Euro. Da hat man jetzt wieder hier den Vorteil bei der SMCR, Wartungsintervalle. Sind alle 10.000 Kilometer, sprich alle 10.000 Kilometer zur Werkstatt oder halt selber machen. Ne? Was man bei den Wettbewerbs-Sumos nicht hat, machen wir eben einmal aus, dann hört man sich auch besser. Was man bei dem Wettbewerb so muss halt nicht hat. Ne? Da kann man halt jede 10, 15 Betriebsstunden mal einen Ölwechsel machen auf jeden Fall. Dann mal Ventile checken alle 20. Rein theoretisch, was viele nicht wissen, nach 100 Betriebsstunden muss die Kurbelwelle erneuert werden. Ich weiß nicht wieso, aber es steht wirklich im Werkstatthandbuch. Ich habe es letztens gelesen und ich denke mir so, bei 100 Betriebsstunden erneuert keiner die Kurbelwelle. Weil die kostet 1500 Euro. Das ist halt wieder so eine Sache, ne? Was Werkstatthandbücher vorschreiben, ist halt immer so eine Graugrenze. Die müssen halt gewährleisten, dass das Moped dann auch dementsprechend läuft und alles, ne? Also meiner hat jetzt aktuell, glaube ich, 90 Betriebsstunden jetzt mittlerweile schon runter. Ich habe bisher immer nur Öl, Ventilspiel gemacht und mal Kühlmittel sogar getauscht. Das soll man ja auch alle zwei Jahre mal neu machen, so wie Bremsflüssigkeit. Also ganz normale Verschleißteile, ne? Auch Bremsen, Bremsbelege und sowas. Also ich denke mal, davon ist es auch klar auszugehen.
Ja, ich würde sagen, ich setze auch wieder aufs Bike, suche mir eine schöne Stelle, wo ich ein bisschen alleine bin und würde sagen, popp ich dann mal ein Wheelie. Genau, bis gleich. So Leute, ich sitze auf dem Bike, hier haben wir ein schönes Industriegebiet. Ach, ich persönlich bin eh jetzt nicht wirklich der Held im Wheelen, aber muss sagen, die SMC geht ohne Kupplung. Also ich mache generell Wheels immer ohne Kupplung. Viele machen sie ja immer mit, ich persönlich mache sie immer ohne. Ich komme damit irgendwie viel besser klar. Ich kann sie auch mit, ist nicht das Problem. Aber muss sagen, ohne Kupplung komme ich definitiv besser klar. Ja, im Wheelie ist sie ganz leicht zu handeln, finde ich. Also man merkt schon, gewichtstechnisch ist ein Unterschied zu meiner FE, ja. Aber ich muss auch dazu sagen, an sich fahrmäßig, in der, wenn du auf dem Wheelie bist, beziehungsweise im Wheelie, ist es echt eigentlich gut zu handeln. Mittlerweile mit dem Schwerpunkt, beziehungsweise den Kipppunkt, bin ich noch nicht ganz so warm geworden, weil ich sie jetzt aktuell noch nicht so lange habe. Und wenn ich mich lege, das wäre glaube ich gar nicht so gut. Deswegen werde ich da auch dementsprechend immer safe fahren und nicht sagen, gut, ich gehe jetzt ans Limit. Weil kein Moped, was mir gehört, gehe ich definitiv nicht ans Limit. Weil einfach die Angst bzw. die Gefahr zu groß ist, da irgendwas kaputt zu machen. Und jeder kennt es einfach. Keiner will irgendwelche anderen fremden Dinge zerstören, kaputt machen oder sonst was. Klar, es gibt eine Versicherung dafür. Wiederum haftet die glaube ich nicht, wenn ich da Wheelie auf der Straße gepoppt habe und mich dann gemault habe, würde ich mal so haupten, ne? Ja, ich würde sagen, hier poppen wir mal eben ein. Ach, also er war ganz leicht am Kipppunkt, aber auch wieder nicht. Wie gesagt, ich bin nicht der Held, kann es auch noch nicht so gut, aber mit der SMCR kein Problem, wirklich. Die Gasführung ist einfach super butterweich, was bei meiner FE gar nicht der Fall ist. Also sehr ruppiges Gas habe ich bei der FE, was ich hier nicht habe. Ich habe wirklich ganz butterweiches Gas, wo ich echt gut regulieren kann, mit wenig mit der Bremse arbeiten muss. Und das ist für mich auch ganz gut. Genau. Ja, das war es eigentlich so. Ich glaube, viel mehr habe ich heute gar nicht zu erzählen. Ich würde sagen, ich fahre jetzt mal eben nach Hause, bevor es hier gleich richtig anfängt zu schütten. Sieht zwar aktuell noch gut aus, aber ich brauche noch ein paar Meter nach Hause. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich zu Hause bin, weil der liebe David wartet auch schon noch auf mich. Gucken, oh, uhrzeitmäßig könnte sein, dass er gleich schon da ist. Deswegen, weil Termine verpassen ist nicht so toll. Deswegen, wir sehen uns gleich, wenn wir bei mir sind. Haut rein! Da, Digga. Echt? Ja. So Leute, ich bin jetzt auf jeden Fall vom Bike runter. Der liebe David steht jetzt hinter der Kamera. Was und geht's? Film. Genau. Sollen wir mal rüber zeigen? Das ist schon sexy, ne? Weißt du, für die Leute, die es wahrscheinlich schon beim David gesehen haben, wir waren ja gestern, boah, das klingt jetzt blöd, gestern, wenn das Video nachher kommt, aber ich egal. Ich sag das auch immer, also alles cool. Auf jeden Fall gestern bei Motocrump und da wurde der Bus von David foliert und es sieht echt mega geil aus, vor allem in dieser matten Folie, ne? Das ist schon ziemlich geil. Aber darum ging es nicht. Es ging um die SMCR 96 2019 und das Feedback von mir war auf jeden Fall mega geil. Ich würde schon sagen, 10 von 10. Also ich habe persönlich nichts gefunden, wo ich sage, das ist irgendwie scheiße, da könnte man was verbessern. Echt mega geil, Hut ab im Vergleich zu der alten, wobei die alte auch echt geil war. Doch, es gibt eine Sache. Sound. Der Sound ist echt so eine Sache, naja, ist schon eine Akra-Tüte drauf. Aber ist nicht so geil. Ja, auf jeden Fall. Ich werde auf jeden Fall noch ein zweites Video drehen. Mal gucken, wann das Wetter mitspielt so ein bisschen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein!